long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Hellworld. Enshrouded. Enshrouded. Oh, dieser Kreis da. Klaus van Klaus. Wieso ist der neben dem Charakter die ganze Zeit? Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Na, Ausdauer. Ah. Warum ist er da? So, und ich habe gedacht, wir gucken uns das heute mal an hier. Die Tür öffnet sich. Kreis aus. Flammenkrypta. Mit der Flamme kommunizieren. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen. Verschlungen von Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte ein Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Wow. Okay, aus gut 6 Minuten, okay. Oh, kein Loading Screen. Nee, ich sagte ja, Enshrouded, nicht Starfield. Ja, schon klar. Schon klar. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass da ein Loading Screen kommt. Drücke E, um deine Karte zu öffnen. Oh. Okay. Der ist schon groß. Kann man auch nach links und rechts? Nee. Ah. Okay, die Map geht aber mehr in die Höhe als nach links und rechts. Ja, ich denke, ja, ist glaube ich schon groß. Ja? Ja. Digga, der Turm, der ist ja hier. Ja. Ja, ist richtig, ne, oder? Digga. Krass. Okay. Ein Auge zu behalten. Quest. Gut, hast du gefallen, du Schlungen? Digga, Yuki, Platz. Aus. Junge, jetzt zerbeißt das Sofa, Alter. Digga, hör auf, das Sofa zu zerbeißen. Oh. Erreiche die Ebenen. Junger Mann. Huh! Ui! Okay, mit Steuerung tut man also. Junger Mann. Hechten. Klaus von Klaus hat seine Waden verbunden. Das Ding hat gerade das Licht angemacht. Dämonen, Schutz, Wärme, Komfort. Ausgeruht. Ach. Es dauert noch 4 Minuten, bis wir wieder komplett ausgeruht sind. Krass. Oder wir sind noch 4 Minuten ausgeruht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, weil wir haben jetzt Schutz. Ja. Und wenn Wärme und Komfort dazu kommt, dann geht wahrscheinlich die Zeit schneller. Guck, ja, Komfort. Level 1 unterwegs. Ist ja cool. Da haben wir
Riesenschatten, Alter. Jo, okay. Was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Das sieht aus wie Skyrim, Alter. Das sieht aus, als sollte man hier nicht sein. Und der Schatten schon wieder, ne? Ja, das war das, was ich meinte. Ich weiß nicht, ob das der Ort ist, wo wir jetzt sein sollten. Ich glaube nicht. Wir sollten eigentlich die Ebene erreichen. Das ist alles andere als Ebene hier. Die Flamme ermöglicht es dir, den Miasma zu überstehen. Im Miasma. Drücke Tab, um deine Gegend zu sitzen, nimm drücke Steuerung, um auszuweichen. Ach du Scheiße. Was ist das denn, wow. Alter? Ah, wir haben jetzt noch 4 Minuten 40, können wir noch im Miasma bleiben. Da oben die Zeit im Kompass. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wahrscheinlich sterben wir dann? Glaube ich nicht, dass wir dann sterben. Das ist im Miasma ja ein... Verschlingt? Ja. Kaputt macht. Runen, Stofffetzen, Miasma-Sporn. Einen zerfrisst. Durch die ja, ewigen... jetzt geht's wieder hoch, guck. Ja, wenn wir raus sind, ja. Okay, ich gehe mal lieber weg hier. Ja, ja, weg hier. Wir erreichen erstmal die Ebenen. So. Erstmal richtig hingeklemmt hinsetzen. Nein, halt einfach gerade, ne? Ja. So, erreiche Stufe 2. Haben wir gemacht. So, und die Ebenen haben wir auch erreicht. Tagebuch. J. Journal. Werkstätten. Das Werkstätten. Ach, bauen gibt's auch? Bauhammer, okay, krass. Gleiter, Greifhaken. Anforderung, Berg, Werkbank. Und Stein. Handwerk. Und wie bauen wir eine Werkbank? Mit Garn und Holzscheite. Okay. Okay. Das scheint komplex zu sein. Wir erreichen das mal eben. Kann ich wohl auch nicht reingehen, ne? Ja, guck. In mir erstmal. Also halt nur 5 Minuten maximal. Und sich schneller zu regenerieren. Oh. Ah ja, das Ausgut ist hochgegangen. Alter, wie viel Wasser? 6 Mal. Alter. Ja gut, nimm erstmal verwaste halt alles für die Pflanzen. So wie es da siehst. Was ist das? Okay, so wie es aussieht, bin ich noch so lange ausgeruht, ne? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Oh, wieder jetzt auch die. Wow! Das Gras weg war. Geil. Ne, wie es halt nachgewachsen ist. Ja, ja. Wo ich den Pilz genommen habe, pass auf. So war es weg und dann ist es nachgewachsen. Ja, weil da ja der Pilz steht. Ja. Das ist voll cool gemacht. Geil. Garn, ah! Ah, von Pflanzen kriegt man das also, okay. Äste, Blaubeeren. Nice, Lilabeeren. Ah, Lilabeeren, mein Gott. Wird so unerreicht. Außer der Waypoint. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Ja, am besten direkt hier, oder? Ach was. Okay. Ah ja, ist ja eben. Was mach ich denn das? Wahrscheinlich mit der Werkbank. Weil die haben auch die Ausrufezeichen dran. Garn. Aber muss man sich den erst machen, den Garn? Aus den Pflanzenfasern. Gehen wir da unten bei Ressourcen. Oder gerade ja, ich habe hier die Pflanzenfasern. Gehen wir auf Garn jetzt. Krass, da muss man sich auch noch herstellen. Ja, herstellen. Da sind noch mehr Pflanzenfasern. Herstellen. Krass, Alter. Ah, weil da stand nämlich neues Rezept Garn. Und nicht, dass wir Garn gekriegt haben. Was ist das? Honig. Honigwaben, das waren Wölfe. Yuki. Bleib doch auf dem Sofa, Alter. Ein Eber! Ein Wolf, Digga! Ach, das ist ein Wolf! Das sah ja aus wie ein Wildschwein. Das ist aber ein krasser Wolf, Alter. Das Kampfsystem ist ultra funny, das macht ultra Spaß. Direkte Benutzung. Das Wolfsfleisch. Oha! Oha, geil! Also, ich denke, zu zweit kann das schon Spaß machen, ne? Stimmt, ja. Wenn das auch so auf Crafting angelehnt ist. Angelehnt ist gut. Ohne geht ja nicht. Ja. Roter Pilz. Ich
Ich glaube, die sind nicht genießbar. Ich habe die Hose aufgemacht. Oh, Rezept freigeschaltet. Holzverlag. Ah, durch die Steine. Okay, okay. Gut. Gut zu wissen. Ups. Bauerhammer, okay. Bauer in Flammen, Alter. Also, dann mach mal. So. Jetzt brauchen wir aber immer erstmal. Ne, passt mal nur Steine für den Flammen, Alter. Jo, das Bausystem. Ui, krass, ja. Fetzen wir irgendwo hin einfach. Ah, okay, okay. Ja, ich verstehe. Die Flamme ist quasi so unser. Unser. Unsere Nahrungsquelle, so gesehen. Gegen das Miasma. Ein schlafendes Überleben. Reise durch das Miasma. Okay. Vorher will ich aber irgendwie noch die Werkbank schaffen. Ja. Garn und Bauhammer. Naja, lass mal den Bauhammer und vielleicht nochmal die Axt oder so. Baumode. Ach was. Hör auf. Man kann auch die Form und so. Türen, Treppe sehe ich da schon. Mal, Digga. Krass, Alter. Stufenwand. Das ist ja geil. Was brauche ich dazu? Stelle Blöcke an der Werkbank her. Wahrscheinlich einfach einen Arsch voll Holz, ne? Ich muss die Blöcke erstmal an der Werkbank herstellen. Das ist es. Okay. Okay, das machen wir was. Okay, Garn und Holzscheite, ja, dann gucken wir mal. Garn wissen wir, wie wir herkriegen. Holzscheite müssen wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht einen Baum fällen oder so, mit der Axt vielleicht, weiß ich nicht. Wenn wir eine hätten, ne? Ja, kannst du ja eine machen. Kann ich eine machen? Ja, stand da, glaube ich. Holzverlag, so. Ach, guck mal an. Ey, wir sind einfach Profis. Das kann ich mir nicht anders ausmalen, ne? Immer! Stimmt, war das schon mal anders? Nee. Ja, immer Profis. Also, haben wir schon mal ein Spiel gespielt, wo wir nicht instant Profis waren? Also ich meine auch gerade ja. Zum Beispiel Star Citizen ist ja das beste Beispiel, dass wir ja, einfach nur klar, Pros sind. Ne? Einfach nur Profis. Ja, so absolut. Oft, die wir uns überschlagen. Das Miasma vernichtet die Welt. Egal, erstmal Luxusvilla bauen. Ja, direkt. Let's go, Alter. So, und jetzt gehen wir. Holzscheite. Alter, wie er loslegt. Das fällt da runter, wie cool. Was ist das jetzt? Plündern. Holzscheite, ja, das sind Holzscheite. Okay. Das ist schon sehr liebevoll gemacht, das Spiel. Das ist geil, muss man ja echt sagen. Ja. Viel Liebe zum Detail. Was ist denn hier? Harz A. Harz. Aber nur Harz 2. Nicht Harz 4. So. Achso, ist ja Bürgergeld, ist ja nicht mehr Harz 4. Bürgi. So, da können wir noch Spitzhacke. Dann brauchen wir nur noch Harz. Immer noch Harz. Harz, Garn. Garn. Also Pflanzenfasern. Genau. Da links sind welche. Ah ja. Grady aus. Da ist wieder Miasma. Achtung, Ausdauer. Oh, ein Wolf. Spiel ist schon cool eigentlich, so. Ja, nicht nur eigentlich. Was brauchen wir für die Spitzhacke? Ach, guck mal, wir haben ja genug. Weil die ist auch noch mit zum Ausrufezeichen. Äste und Garn. Okay. Okay, Äste kriegen wir ja von knallen wir erstmal in unser Baugebiet unsere. Von den Büschen. Ein Oberflächengebiet bestimmt nicht. Oha, krass. Schräg war, ja. Zu weit. Krass. Nicht schlecht, da ich so kannst du es auch nicht überall hinstellen. Sogar drehen. Geil ist das denn, Alter? Ah, das sind nämlich die Blöcke, aha, die du hinbauen musst. Ja, okay, ich verstehe. Pass auf. Du kannst die einzeln. Oh, geil! Was? Was? Das ist ja krass. Alter. Mach mal jetzt so ein. Und da brauche ich 64 Stück für einen. Ah, dann macht er das so hin. Ah, okay, krass. Nicht dann schlecht. Dann musst du nicht einzeln platzieren. Ja. Ja, kannst aber auch gleichzeitig Türen so machen. Treppe. Ja, na klar. Shit. Aber das kostet halt alles dann einzelne Materialien. Klar, richtig. Ja, Stütze, guck. Entfernen. Säule. Das ist geil. Boah, also ey. Ich würde ja fast eigentlich ausmachen und das zu zweit spielen wollen. Echt jetzt? Ja, willst du nicht?
Ja, lass mal noch ein bisschen angucken hier jetzt. Also spielen meine ich, nicht nur angucken. Angucken. Boah, das ist ein Riesenbaum. Er kann nicht mehr. Gib ihm kurz. Klaus, warum bist du eigentlich blond? Warum ist der nicht grau? Wieso sollte er grau sein? Er ist halt alt, Klaus von Klaus, Alter. Hä, warum? Der war ja auch mal jung. Jetzt haben wir gerade die junge Zeit. Okay, hoffentlich wird er noch alt. Leiter, Greifhaken. Haben wir die Spitzhacke eigentlich gemacht? Ja, nee. Nicht? Nee. Weil er nicht mehr da ist. Hä? Weil er nicht mehr da ist bei den Quests im Tagebuch. Ach so. Verstehen Sie. Jetzt mal irgendwas hinbauen oder was? Entfernen. Ui! Was ist das denn? Schmale Wand. Das ist aber eine hohe Wand, Alter. Wand mit Fenster. Wie geil ist das denn bitte? Ups. Oh. Drehen. Ja. Und Tür? Ach. Eins weiter für die Symmetrie. Schlecht, Alter. Was machst du jetzt? Für die Symmetrie. Quadratisch. Praktisch gut. Hä, warum hat da unten gerade so eine Öffnung? Na, wenn ich's runtersetz. Ah, okay. Ein Unterstand. So. Weg damit. Falsch gesetzt. Also Bausystem ist ultra easy ist und geil, richtig ja. Geil. Ist nice. Decke. Krass, dass du da auch das auswählen kannst, einfach so das Zeug. Das ist ja voll cool. Also ich bin schon begeistert, muss ich sagen. Es ist schon richtig cool. Es ist wie Dings. Wie hieß das? Seven Days to Die, so vom Bausystem her. Du hast auch so diese Blöcke, wo du halt so auch mehr Zeugs dafür brauchst und mehr craften kannst. Schon geil. Dann stellst du einfach die Treppe halb im Boden und dann. Nice. Hast du es. Geil ist das denn, mehr Alter? Formen. Ui, was ist denn das noch alles? 4 Meter Dächer. Ach, 4 Meter, ich kann hier auch gleich große Flächen machen. Gleich komplett eskalieren. Dann kannst du eine Terrain, kannst du auch noch machen. Guck mal. 1 Meter. Hier, große Türen, Alter. Ja, dazu direkt, der hat sich nicht einzeln bauen müssen. Oh. Den sollst du jetzt nicht. Ja. Fuck. Ja, passt doch, ey. Nee. What the fuck, was ist da los? Er hat überhaupt nicht gepasst, Alter. So, jetzt. Achso, dann muss er ran. So, und da kann ich hier auswählen, sozusagen. Und das ist dann da. Tja, unten in der Dachseite, Dings. Dachwinkel, Flachdach. Krass, kann einfach einen Stein. Erde dabei. Ist einfach ein Stein da hinfetzen. Das ist Erde, Mann. Wie soll ich einen Stein hinfetzen? Weil oder da steht Stein 2 Meter, deswegen. Da wächst da Gras drauf. What the fuck is going on? Ich kann. Was? Man kann komplett. Man kann die Erde wegfetzen? Also, jetzt hört's ja auf. Wie cool ist das denn, Alter? What the fuck? Geil. Krass. Warte mal, da kann ich ja hier auch Blöcke rausnehmen, guck. Ja, klar. Kannst du die auch da reinsetzen? Alter, das ist ja schon strong. Das ist ja geil. Nicht schlecht, ey. Paper? Komfort Level 5. So. Türen. Holztür. Krass. Ach, für eine Doppeltür brauchst du 2 Holztüren. Lol. Ja. Primitive Holztüren. Holzscheite und Garn. Garn. Das ist ja kein Problem. Garn lässt sich safe finden. Da war schon Pflanzenwasser. Was ist das für eine Ziege? Oh. Ne, da war keine. Ne, was so. Du gefunden hast, das meinte ich.
Hab ich schon welche? Eine. Eine, ja, das wird aber nicht reichen. Haben wir. Ne, Gewicht haben wir keins, oder? Steine? Ui, hatten wir erstmal da unten. Pflanzenfaser, Äste, sehr gut. Auch Pflanzenfaser, ich denke, das reicht ja dafür gar nicht. Garn, da ist es. Die Frage ist, wie viel wir brauchen. Weiß gar nicht, ich hab geguckt. 4 Stück aber. Was sollst du machen für die Tür? Ja. Die Tiefeholztür. Dann brauchen wir nur noch Holzscheite. Krass, die Axt hat auch eine Abnutzung. Ja, die Fackel auch, wenn die brennt. Die geht auch. Ach was. Wo wir in der Höhle waren, da ist die auch runtergebrannt. Ja, ja, wie geht die wieder hoch? Weißt du, ob sich wieder auflädt oder? Okay. Oha. Oh, ist das richtig dunkel. Boah, das Spiel ist richtig hübsch. Also das krass, ist ja wirklich. Ja. Guck mal, wie fett das Feuer. Ist so auf nicht so ultra realistisch angelehnt vom Grafikstil her, aber ist auch geil. Ja, natürlich nicht. Ist total der Comic-Look. Ja. Ultra realistisch, natürlich nicht. Aber dafür sieht es echt gut aus. Ist schon krass. Klingt total abwertend die ganze Zeit. Dafür. Wie dafür? Als würden die Spiele grundsätzlich schlecht aussehen. So. Ja, nein, für den Stil sieht es schon echt saugut aus. Das will ich damit sagen. Ja, aber das ist ja schon wieder sowas gewesen. Für den Stil sieht es schon gut aus. Ja, es gibt auch Comic-Spiele, die sehen deutlich schlecht aus. Welche denn? Ja, keine Ahnung. Ja, eben. Einen Haufen. Safe. Safe, einfach so raushauen, aber kein Beispiel bringen können. Mir fällt da keins ein, die sehen ja alle gleich aus. Oh, krass. Geil. Also die sehen nicht alle gleich aus, sondern mir fällt halt nichts ein, wo ich jetzt sage, boah, das sieht aber wirklich hässlich aus, der Comic-Stil. Weil die haben ja alle ihren eigenen Stil so. Ja. So, ich brauche irgendeine Lichtquelle. Lichtquellen. Kürze. Wachs. Ja, gut, ich glaub, Wachs kann ich machen. Wachs kannst du machen? Wachs kann ich safe machen. Sehe? Weil ich doch. Wo willst du denn Wachs herkriegen? Ja, weil ich doch aus dem. Habe ich das nicht aus dem. Aus dem Ding geholt? Nee. Hab ich nicht. Harz, Fenster, ach krass. Geschirr. Hier kannst du noch auswählen, welches. Das ist ja schon. Ach was. Geil. Was gibt's noch bei Lichtquellen? Harz. Wandfackel. Hey, mit Harz. Stoffwetz und Holzscheiter haben wir. Ein bisschen Harz finden. Jetzt sollte man Bäume fällen. Kommt das da auch raus? Harz? Der ist ja vorher. Ah, okay. Was läuft denn da hinten links, Alter? Sieht aus wie Elche, Reh oder was auch immer. Ah, da zum Beispiel. Das war doch keine Elche, Digga. Viermal. Guck das mal an, Alter. Was sind das? Was sind das für Elche bei dir? Ja, siehst du. Voll die Elche, Digga. Ach so, das sind diese Miasma-Viecher aus der Höhle. Cooler Elch. Hinterhalt, Schaden. Weil ich habe halt dieses Tier da gesehen, das ist schon auch so. Miasma Sporen. Stofffetzen. Was ist denn da? Da leuchtet was. Oh. Ah, das ist umgebracht. Wahrscheinlich. Tolle Wurst. Na toll. Okay, lass mal ein paar Wandfackeln machen. Ja, eine. Eine? Kommt da echt nur eine raus dann? Ja, natürlich. Krass, ich dachte, da kommen mehrere. Wir werden eins, nur eine brauchen. Spitzhacke wieder da. Wo ist es? Hä? Fackel. Lichtquellen. Ja, stimmt. Wandfackel. So, die wird ja alles hell machen. Ja, ja. Das reicht erstmal, genau. So, so realistisch ist das Lightning in dem Spiel hier. Geil. Nicht schlecht, Alter. So, und jetzt haben wir ein Häusler.
Nice, das ist schon gut. Das ist richtig gut. Jetzt können wir mal hier. Können die auch. Können die da reinstellen? Hier drinnen aufstellen? Ja, das geht. Geil. Wie cool ist das denn? Ach, der Hall hier drin, hör mal. Hm. Na toll. Halt ihr halt überhaupt nicht. Ja, ich hab's gehört. Geil. Na, jetzt nochmal. Ja, nice. Sehr schön. So. Ah, man kann das. Ah, so. Man kann das irgendwie upgraden, das Altar. Den, das Altar. Das Altar, Digga. Keine Ahnung. Der Altar ist auch so ein Wort, wo du nicht weißt, welcher Artikel der richtige ist. Den Altar. Ja. Bringt ja auch als Nachttisch. Aber ist dann, ist das ja dann der Altar, oder nicht? Ja, da steht der Altar, ja. Ja, genau. Das ist der 4, glaube ich. Ne, 5 müssen es sein. 5? Ja. Ah, stimmt, 2 nehmen wir. Ey, das Baumenü ist einfach ja schon draußen, richtig sick, Alter. Hinstellen, lul. Geil. Cool. Lagerfeuer, am besten nicht hier drin. Jetzt brennt die ganze Bude ab. Quatsch. Kochen. Sehr schön. Platziere Nahrung in deine Aktionsleiste und dann macht er das. Ah, guck, jetzt geht das Ausgebot nämlich hoch. Das ist, wie lange mein Ausgebot ist, ja. Genau. Krass. Gerüst, Baugerüste. Oha, geil. Boah, ich liebe auch das Crafting-System, wie das ja. Sich so freischält alles. Mm, du mit siehst den doch, neuen Sachen. Du siehst doch, was du alles machen kannst mit den Sachen. Also, was du alles craften kannst, gerade die Holzplatte und so, ein Holzkrug. Schon geil. Krass, ich muss doch da hochstellen. Cool. Das ist geil. Ey, du kannst ja so detailliert. Oh, ich kann sogar die Teller aufeinander stellen. Oh, geil. So. Kannst und jetzt auch den Krug. Die Schüsseln in die Schüsseln. Ich kann die Schüsseln ineinander stellen. Geil. Ich breche ab. Kannst du auch jetzt den Krug auf die Teller stellen? Oh, oder? Ich hab die aber. Den. Und eine Schale auf die Teller? Geht das? Auch, ja. Das ist schon cool gemacht. Ja. Das ist ja schon echt krass. Das ist schon geil. Oh, jetzt brennt es aber. Halleluja. Kann ja sagen, okay, du. Den Boden an. Ja, etwas abbrennt. 11 Minuten, okay, man kann nicht mehr als 11 Minuten ausgeruht sein. Wahrscheinlich stand jetzt mit dem Level und so. Kalt. Krass, es ist ihm kalt. Geht's schneller runter, ja. Krass. Da ist Spitzhacke. Oh, Waffen. Schilde, Keule, Bogen. Lass mal noch Spitzhacke machen. Holzpfeile. Spitzhacke, da brauchen Stein, wir noch. Stein, Gang. Ey, guck mal. Geil. Boah, cool, kannst du den Pfeil auch wieder... Nee, der ist weg. Schade. Boah, da... Junge, wir müssen das Spiel, glaube ich, weiterspielen. Es ist wirklich... Ja, ist gut. Sind da rot. Weil der Nebel... Warum ist der rot da hinten? Rot ist doch eigentlich nie gut. Digga, ist das eine Open... Ist das eine Multiplayer-Map? Weiß ich nicht. Weil das sieht hier hinten so selber gebaut aus mit den Blöcken und so. Könnte sein, keine Ahnung. Ah ja, total. Wäre jetzt voll krass, wenn die einfach so Gronk und Tobi auch rumlaufen. Wenn wir vom selben Server kommen, ja, aber die werden ja privat spielen. Safe, oder? Ja, natürlich. Krass, das ist echt gutes Spiel. Äste, jawohl, brauchen wir Pflanzenfasern. Die Pflanzenfasern brauchen wir für Garn, ja. Sehr gut, Äste brauchen wir für Pflanzenfasern. Wir sind schon lange wach, ja, also entschuldigt bitte. Ja, yeah, ja. Yeah. Es ist nämlich 10 vor 0 Uhr. 10 vor 0 Uhr. Das ist auch eine Bezeichnung, also. Stimmt aber. Bedingungen, Schutz, Sitzen, Schlafen, krass. Da, jetzt kann ich mal. Ist da eine Entity? Jetzt zeig mal deine. Naja. Oh, tot. Ja. Was wollte ich gerade sagen, ha? Oh, nicht getroffen. Oder nicht getötet. Ja. Ich wollte ich gerade sagen, genau. Ja, siehst du mal. Gedankenlesen. Der Profi. Mhm.
Geil, wie er komplett am Arsch ist. Ja. So. Erstmal unsere Werkbank hier. Erstmal eine Spitzhacke machen. Pflanzfaserdachblock. Ach, krass. Krass. Ich frag mich noch, was will ich jetzt mit der Spitzhacke? Du bist ja auch für Stein brauchen, abbauen oder so, oder nicht? Keine Ahnung. Ein simples Bergbauwerkzeug hergestellt aus den einfachsten Materialien. Boah, okay, wie viel. Ui, Pflanzenfasern, können wir richtig reinhauen. Nicht sehr haltbar, aber. Aber geil. Effizient, es tut, was es tun soll. So, jetzt tun wir hier mal ein bisschen sortieren. Das muss man natürlich erstmal so machen, wie es. In Minecraft ist. Spitzhacke auf die 2, Axt auf die 3. Waffe auf die 1, Bogen auf die 4, Hammer auf die 5. 6 Pfeile haben wir noch. Bauhammer. Komm, mit Alt kannst du das durchwechseln. Ich kann da nämlich zwei Stück. Ah, ich kann krass. Eine zum Bauen machen. Ja, und eine fürs Zeug und so. Das ist ja geil. Dann kann ich da. Oha, krass, das ist ja cool. Aber das heißt, ich kann jetzt auch Freestyle bauen hier, guck. Ja, klar. Kannst du irgendwas ranklatschen, irgendein Vordach oder irgendwie sowas, je nachdem, worauf du Bock hast. Oder nimmst halt irgendwelche vorgefertigten. Oder ich nehme auch Blöcke raus. Krass, geht auch, ja. Das ist schon wirklich stark. Das ist geil. Also das ist wirklich heftig. Machen wir wieder rein. Und dazu ist. Das ist wirklich richtig heftig. Das ist geil. Oh. Das ist richtig geil. Ups. Zu. Das geht nicht. Hä, natürlich muss das gehen. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Jetzt. Da hinten ist roter Nebel. Hier oben, immer noch. Oder? Oder ist das einfach da unten? Hä, das ist doch da hinten, Alter. Okay. Oder nicht? Tja. Stimmt, das ist also das hier oben. Achso. Ist immer noch ein Loch im Boden. Wo sind die Fackel? Achso, auf der 8. Kannst du dich auch hinhocken so? Flammengeschützter Bereich. Bedeutet. So. Krass, das ist ja echt gut, ey. Ja. Nicht schlecht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Untrouded. Ja, definitiv. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Tschüss.